und schuppigen Fischen. Freundlich strahlt dagegen das Bild, das Archimboldo von seinem großen Förderer Kaiser Rudolf II. Gemalt hat, als Veränderung und Verwandlung, mit einem Kopf aus Blumen, Pflanzen und Früchten aus allen Jahreszeiten. Eine Allegorie des Wegfahren, dass der erste der neue sein wird. Und dann soeben dann in knapp 2 Stunden umbauen für eine Bankettveranstaltung oder für eine parlamentarische Bestuhlung. Die Baukosten von damals. Bis 13. Januar 2008 ist die Baupläne des Berliner Élysée de Luxembourg zu sehen. 11 Jahre nach der Einweihung sind die Meinungen über das Konzerthaus.